Hallo und herzlich willkommen. Nebenstehende Aufgabe zum Thema Potenzfunktionen kam zum Maturatermin Mai 2016. Es handelt sich um eine sogenannte Zuordnungsaufgabe, in dem der Graph von Potenzfunktionen den einzelnen Auswahlmöglichkeiten Funktionsgleichungen zugeordnet werden sollen. Unterschieden wird zwischen der Bedeutung des Parameters a und der Hochzahl z. Wir sehen uns hier die Aufgabe noch einmal genauer an. Bei genauerer Betrachtung der Parameter sieht man, dass für den Parameter a genau zwei Unterschiede festgestellt werden. Auch für den Exponenten z gibt es eine genauere Erläuterung. So soll z ein Teil der natürlichen Zahlen sein. In der Aufgabe sieht man sogar genau eine Einschränkung auf z gleich 1, z gleich 2, z gleich 3. Für die Bedeutung von a sehen wir uns zwei Funktionen an. Zunächst die Funktion a mal x², danach auch noch die Funktion a mal x hoch 3. Wir können nun mit Hilfe von GeoGebra den Parameter a analysieren. Wir werden nun a wieder positiv machen und sehen nun, dass wir eine Parabel haben, die nach oben offen ist. Wir halten fest, ist a positiv, ist die Parabel nach oben offen. Ist a kleiner 0, ist die Parabel nach unten offen. Dies gilt immer dann, wenn die Hochzahl gerade ist. Stellvertretend für eine ungerade Hochzahl betrachten wir nun die Funktion g von x mit a mal x hoch 3. Wir betrachten zunächst wieder den Fall, dass das a größer 0 ist und sehen eine Funktion, die streng monoton steigend ist. Ist das a kleiner 0? Kehrt sich der Verlauf um und wir halten eine Funktion, die streng monoton fallend ist. Wir beschäftigen uns nun mit der Bedeutung der Hochzahl z. Hierzu habe ich eine Funktion x hoch z1 erstellt und in dem Fall ist z1 unser Schieberegler. Auch den können wir wieder bewegen und er nimmt, so wie gefordert, in diesem Fall nur ganzzahlige Werte an. Ich würde sagen, wir beginnen bei z gleich 0. Man sieht, man erhält eine konstante Funktion. Der Funktionsgraph von x hoch 0 ist 1, ist eine Konstante, die durch 1 verläuft. Für z gleich 1 erhalten wir die erste Mediane, eine ganz besondere Gerade, die durch den Ursprung verläuft. Für z gerade können wir z einstellen zu 2 oder eine andere Möglichkeit wäre, z gleich 4 einzustellen. Wir sehen, in beiden Fällen erhalten wir eine Parabel. Ist z ungerade, so wie bei 3 oder 5, erhalten wir eine Kurve mit einem S-förmigen Verlauf. Wir haben nun genügend Rüstzeug, um uns mit der Lösung der Aufgabe zu beschäftigen. Der erste Graph ist eine Parabel, das heißt, es ist eine Potenzfunktion zweiten Grades, die nach unten geöffnet ist. Somit erhalten wir als Lösungsbuchstabe den Buchstaben e. Denn a, der Parameter a, muss kleiner 0 sein und die Hochzahl z gleich 2.
Die zweite Funktion ist eine Potenzfunktion dritten Grades, die streng monoton fallend ist. Für Sie kommt nur der Lösungsbuchstabe f in Frage. Der dritte Graph stellt eine nach oben offene Parabel dar. Es handelt sich somit um eine Potenzfunktion zweiten Grades mit dem Parameter a größer 0, Lösungsbuchstabe b. Der vierte Graph entspricht einer Potenzfunktion dritten Grades, die streng monoton steigend ist. Wir erhalten somit als Lösungsbuchstabe c. Wir betrachten zum Abschluss noch kurz die beiden nicht gewählten Varianten a und d. Beide haben als Hochzahl z gleich 1. Ihre Graphen müssten lineare Funktionen sein. Ich wünsche dir nun weiterhin viel Freude mit der Mathematik.